Yes, sir, ladies and gentlemen, boys and girls, was geht ab? Ich bin's, Buschkeks, für euch am Start mit einem neuen, freshen Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich wie immer mega, dass ihr eingeschaltet habt, denn ihr wisst Bescheid, am Wochenende habe ich einen Schuh bekommen und nicht irgendeinen Schuh. Der V2Don hat wieder zugeschlagen und deshalb gucken wir uns jetzt den Adidas Yeezy Boost 350 V2 Ash Pearl an. Ich würde sagen, let's go! Kommen wir direkt zum guten Stück. Ein riesiger Karton, wie immer, für einen etwas kleineren Inhalt. Oh yes! Fragt mich nicht, wie viele ich von diesen Paaren mittlerweile besitze. Ich habe keinen blassen Schimmer, aber ich werde demnächst eine ganze V2-Sammlung einmal anteasern bzw. euch irgendwann auch nochmal meine ganze V2-Sammlung zeigen. Ja, kommen wir zum Ash Pearl, Leute. Kommen wir zum Ash Pearl. There we go. Okay, wir haben hier... Okay. Okay. Wir haben hier das mittlerweile, das war extrem laut, das mittlerweile dritte Paar, was jetzt rausgekommen ist. Wir hatten einmal den Ash Stone und einmal den Ash Blue und dann haben wir natürlich auch vergebens auf den Ash Pearl gewartet und ich sehe den hier gerade in Real Life und dachte mir eigentlich, der wäre so viel heller, aber da ist auch ganz schön viel dunkel mit dabei. Also der sieht richtig nice aus. Und ich sage nicht nur, dass der richtig nice aussieht. Ihr wisst Bescheid, Leute. V2 und ich geht nicht ohne. Seit dem Beluga, da hat sich so ein Schalter umgelegt und ich bin auf diese Dinger hängen geblieben. Also ist mir auch egal, ob jemand sagt, Yeezy sind tot, Yeezy sind tot. Ihr wisst Bescheid, meine Meinung. Ich feiere V2s nach wie vor so mega krass und es ist eigentlich im Prinzip nichts anderes, auch mit Dunks oder Jordans. Ich meine, da ist die Silhouette irgendwie immer gleich, aber die Farbe ändert sich die ganze Zeit und ich denke, so ist es halt bei den V2s auch. Da habt ihr sogar manchmal noch so ein lustiges Tag hinten dran oder auch nicht, das Pull-Tab, das sogenannte. Oder ihr habt manchmal keine Schnürsenkel, also beziehungsweise ein Lacing-System, manchmal auch ein Non-Lacing-System. Also von daher ist da auch ein bisschen... Abwechslung mit drin, würde ich sagen. Kommen wir zum Ash Pearl. Wir haben hier also erstmal unten die gängige Boost-Sohle mit einer etwas transparenten Sohle, die wir hier unten haben. Das Ganze geht dann halt über ins, jetzt kommt es wieder, das gute Farbspiel, ins leicht bläuliche, würde ich sagen. Das ist so fliederfarben, bläulich, was ihr hier so an der Seite von dem Schuh habt, was halt sehr, sehr, sehr gut von der Innenseite rüber verläuft in die Außenseite vom Schuh, wo ihr dann so ein bisschen Orangefarben habt oder ein paar Erdtöne mit drin habt, die dann auf die linke Außenseite, beziehungsweise je nachdem welchen Schuh ihr jetzt habt, rübergehen und das Ganze dann wieder abgerundet wird mit den fliederfarbenen Upper, was ich echt sehr, 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 sehr schön finde, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich, matcht brutal. Ich werde euch am Ende des Videos dann auf jeden Fall nochmal ein Outfit of the Day Pick beziehungsweise Video zeigen, wie ich den Schuh kombinieren würde. Man kann den natürlich immer gerne kombinieren, wie man möchte. Ich gebe euch da halt nur so ein paar Inspos, wie man so schön sagt. Und dann könnt ihr, falls ihr den auch habt, mir in die Kommentare schreiben, ob ihr den über die Confirmed-App bekommen habt. Ich habe den über die Confirmed-App bekommen und muss sagen, dass ich halt sehr, sehr zufrieden bin jetzt mit der App wieder, wo ich da bei den 450er ja so extrem auf die Schnauze gefallen bin, sage ich mal. Da hat ja überhaupt gar nichts geklappt. Haben wir mittlerweile jetzt das, also wenn man den Basketball jetzt mit dazu zählt, habe ich den Basketball, dann habe ich den Cream, den 700er V2 Cream und den Ash Pearl. Und jetzt liegt der Fokus eigentlich nur noch auf die Foam Runner, die ich ja auch gern hätte. Und die anderen vier haben mich nicht interessiert. Ich habe das in meinem Yeezy-Video, da oben könnt ihr mal in die Infocard klicken. Da seht ihr dann, welche Schuhe alles rauskommen sollten hier im März. Und ich habe gesagt, ich möchte gerne vier haben. Und das ist mein drittes Paar, was ich jetzt halt habe. Und dann hoffe ich mal, dass ich jetzt auch noch das vierte Paar bekomme, beziehungsweise die Foam Runner kriege. Und dann würde ich sagen, ist das ein gelungener Monat gewesen, dieses Mal an Schuhen. Ja, wir haben hier drin auch noch eine helle Sohle, die kann ich euch auch noch mal ganz kurz sagen, ganz kurz zeigen. So sieht die da drin aus, also ja, passt halt auch sehr
schön zum Schuh und das Ganze sieht auf jeden Fall sehr clean aus, würde ich sagen. Ihr wisst Bescheid, ich würde mich immer freuen, wenn da hinten noch so ein Tag dran ist, aber beziehungsweise ein Pull-Tab da hinten dran ist, aber dieses Mal haben wir wieder kein Pull-Tab. Fragt mich nicht, was Adidas oder Kanye da macht, wann die rauskommen und wann die nicht rauskommen. Ganz genauso sieht es auch aus mit der Naht, die ja auch ab und zu mal nach außen verläuft und ab und zu auch mal nach innen verläuft. Ich rede von der Naht hier oben auf dem Upper. Fragt mich nicht, warum das so ist. Fragt mich nicht, warum jetzt wieder ein Lacing-System da ist. Das weiß ich leider nicht. Wie gesagt, ich feiere die Dinger, ich rocke die Dinger und freue mich über ein weiteres Adidas Yeezy Boost 350 V2 Paar hier in meiner Sammlung, Leute. Wie gesagt, Leute, ich würde mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal ein Abo dalässt. Ich versuche hier regelmäßig euch Sneaker zu zeigen aus meiner privaten Schuhsammlung und würde mich freuen, wenn wir den Kanal hier mega zum Wachsen bringen. Ich habe es in den letzten Videos schon immer angeteasert. Ostern steht vor der Tür und ich wollte noch so ein kleines Giveaway raushauen. Nichts Großes, aber ein kleines Gewinnspiel oder irgendwas. Lass mir noch irgendwas Lustiges einfallen an der Stelle. Und checkt mich auch auf Instagram ab. Da poste ich eigentlich in der Regel 24/7 meine Story, läuft da. Und da poste ich dann auch ab und zu mal ein paar Pics. In letzter Zeit bin ich, was das angeht, ein bisschen faul geworden. Anyway, Leute, ich würde sagen, das war's mit einer weiteren Errungenschaft. Ihr wisst Bescheid, ich habe alles gesagt. Stay tuned, bleibt am Flieg, passt auf euch auf, haut rein, euer Baschkeks. Peace.